Schönen Mittag in die Runde. Freut mich, dass Sie auch im Ferienmonat August die Zeit finden, um dabei zu sein. Wir schauen uns heute das Thema Smart Connect ein bisschen genauer an. Und ich will vorab, wie immer, ganz kurz aufs Organisatorische eingehen. Das heißt, einen Moment, jetzt will meine PowerPoint nicht. So, zu mir, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Aline Störk. Ich bin Account Manager bei Docuware und bin eben unter anderem für die monatliche Webinarreihe zuständig. Aber auch gerne bei Fragen oder sonstigen Themen können Sie auch über das Webinar hinaus gerne auf mich zukommen. Deswegen hier nochmal meine Kontaktdaten. Dann das ganze Thema Webinar. Wie gesagt, von mir gibt es einmal im Monat ein neues Thema. Und das nächste, ich gebe auch gerne immer schon mal eine Vorschau, ist am 29. September. Und zwar haben wir da mal wieder ein Integrationsthema. Also da können Sie auch gerne Ihren Kollegen, Ihren Mitarbeitern Bescheid geben, wenn das interessant für Sie ist, dass Sie da vollen Mehrwert draus schöpfen können. Da wäre es nämlich, da wären wir beim Thema Docuware von Microsoft Dynamics NAV Navision, dass wir da das auch anhand einer Live-Demo mal näher zeigen. Wie immer gibt es dazu die Infos auf unserem Produktblog. Wenn Sie den nicht abonniert haben, dann müssen Sie eben auf unsere Homepage gehen. Und falls Sie mal ein Webinar verpasst haben, ist auch kein Thema. Wir stellen das Ganze natürlich mit einem kleinen Zeitverzug, dann Zeitverschiebung auf YouTube und zwar auf unserem Docuware Deutschland Channel. Also da immer nach Docuware Deutschland schauen, weil wir ja unseren Hauptsitz auch noch in den USA haben und deswegen noch mal parallel auch einen englischsprachigen Kanal haben. Also da bitte nicht verunsichern lassen. So, und dann für diejenigen, die das ganze Format, also unser Webinar-Tool nicht kennen, das ist die Ansicht, die Sie bei sich sehen sollten. Da ist auch vorprogrammiert, dass Sie auf stumm gestellt sind. Das ist jetzt so Absicht, damit ich einfach klar bei mehreren Teilnehmern ist es einfach angenehmer, wenn man die Hintergrundgeräusche minimieren kann. Interaktion soll natürlich trotzdem stattfinden, das dann gerne über das Chatfenster, das Sie hier sehen, oder über das Handzeichen. Chatfenster, da kann ich auch Sie gerne auch nochmal dazu auffordern, während der Live-Demo Ihre Fragen zu stellen, weil ich meinen Kollegen, den Herrn Bolin, mit dabei habe und der kann dann immer ein Auge auf das ganze Thema Fragen richten und auch gleich antworten. Genau, das Thema Handzeichen. Ich habe schon eins gesehen, würde ich gerade noch mal darum bitten, geben Sie mir doch ein Handzeichen, wenn Sie mich klar und deutlich hören. Das ist für mich immer eine gute Hilfe. Super. Ja, alles klar. Dann war es das auch schon zum Organisatorischen. Wir wollen ja was dazulernen, deswegen mit Blick auf die Agenda. Wie immer auch hier ganz kurz die Theorie beschrieben. Wie funktioniert Smart Connect? Was steckt dahinter? Aber sehr kurz gehalten, weil wir wollen ja den größten Teil eben in der Live-Demo uns anschauen. Wir wollen sehen, wie das Ganze funktioniert. Dann fasse ich das nochmal in Kürze zusammen und dann ist wie immer Zeit für Ihre Fragen, falls noch welche offen geblieben sind oder falls es eben auch gute Fragen sind, die wir nochmal aufgreifen möchten, um für die Gruppe nochmal einfach zugänglich zu machen. So, dann zur Theorie. Wie funktioniert Smart Connect? Ich finde die Grafik hier sehr, sehr hilfreich, um es auch ein bisschen greifbarer zu machen. Also Sie können sich vorstellen, wir starten in einer beliebigen Anwendung. Also das ist dann die linke Seite. Wir befinden uns auf der linken Seite und sind in einer beliebigen Anwendung auf der Programmoberfläche. Und da können Sie jetzt gerne auch mal ja, in sich gehen und überlegen, was das denn für eine Anwendung für Sie sein würde, die Sie gerne mit Docuware verbinden möchten. Also welche Anwendung benutzen Sie tagtäglich? Und da wäre es für Sie sehr praktisch, wenn Sie das an Docuware anwenden könnten. Dann gehen wir jetzt davon aus, in dieser Anwendung befinden wir uns gerade auf der Benutzeroberfläche. Und dann sehen Sie unten rechts, sehen Sie diesen schönen Docuware-Button. Den platzieren wir auf diese Oberfläche drauf, da wo Platz ist. Also da sind wir auch flexibel. Da wo er Platz hat, da wo er gut aussieht. Und dann gehen wir so vor, also gehen wir so vor, dass wir sagen, wir haben in unserer Anwendung einen Datensatz offen oder irgendeine Information, die wir oder zu der wir auch Dokumente in Docuware abgelegt haben und die wir jetzt an der Stelle gerne aufrufen möchten, damit wir uns dieses Wechseln zwischen den Anwendungen sparen können. Dazu gehe ich dann einfach auf diesen Knopf. Das heißt, ich führe diesen Knopf, diese Konfiguration aus
Und im Hintergrund passiert dann Folgendes, dass die Daten, die auf dieser Anwendungsoberfläche sind, zieht sich Doku raus für die Suche, die dann im Hintergrund läuft. Und im Endeffekt bekommen Sie dann das Ergebnis der Suche angezeigt, ohne dass Sie Ihre Anwendung verlassen müssen. Das heißt, im Hintergrund läuft eine Suche in DocuWare, ohne dass Sie Ihre Fremdanwendung verlassen müssen. Und Sie bekommen das Dokument angezeigt, das Sie brauchen und können den direkten Abgleich machen. Das ist im Endeffekt der eine Teil von Smart Connect, die Smart Search. Dann gibt es noch einen weiteren Teil von Smart Connect, nämlich Smart Index. Smart Index funktioniert jetzt eigentlich, wenn man so überlegt, in genau die andere Richtung, weil wir sagen, wir haben in DocuWare ein Dokument, das wir archivieren möchten. Und beim Ablagedialog haben wir jetzt leere Felder, weil wir das jetzt alles noch befüllen müssen. Wir wissen aber, dass wir diese Informationen, die wir jetzt in diese Indexfelder manuell oder eben mit unserem Intelligent Indexing einfügen müssen, die haben wir in einer anderen Anwendung, haben wir die schon hinterlegt. Also die sind jetzt gerade bei unserem Beispiel wieder in dieser Anwendung drin. Wir haben sie schon mal eingegeben. Nur eben für die Ablage in DocuWare fehlen sie uns jetzt. Mit Smart Index können wir sagen, zieh die Informationen aus unserer Fremdanwendung raus und gib sie für den Ablagedialog an DocuWare, um es ohne dieses doppelt Eingeben dann ablegen zu können. So, das war jetzt mal es kurz zusammengefasst. Es ist immer schwierig, das gut zu erklären. Deswegen würde ich sagen, falls jetzt hier auch noch Fragen offen sind, schauen wir mal während der Live-Demo, ob sich da nicht die eine oder andere Frage auch schon klärt. Wenn nicht, dann natürlich gerne nochmal ansprechen, dann greifen wir das ganze Thema nochmal auf. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Aufbau. Smart Connect, wir haben ja die Möglichkeit, für die Cloud-Kunden ist es eben im Umfang mit dabei. Das heißt, da fehlt dann tatsächlich nur noch die Konfiguration. Bei den On-Premise-Kunden müssten Sie das Modul zusätzlich erwerben und dann, je nachdem, was Sie konfigurieren müssen, kommt dann die Konfiguration auch noch mit dazu. So, das war es aber zur Theorie. Wir gehen jetzt gleich in die Live-Demo und dann hoffe ich, dass ich da viele Fragen auch schon klären kann. Dazu, also wir sind jetzt direkt in der virtuellen Maschine. Und ich bin jetzt als Administrator angemeldet. Hat den Grund, weil ich es nicht nur zeigen möchte. Ich möchte Ihnen auch die Konfiguration dahinter zeigen. Und da hat der Administrator einfach die meisten Berechtigungen. Und da können wir das Ganze auch uns schön anschauen im Detail. So, ich öffne jetzt. Wir denken wieder vorher an diese Grafik. Die übertragen wir jetzt auch hier. Wir sind in unserer Anwendung, also in der beliebigen Anwendung, die Sie tagtäglich nutzen. Und die Sie jetzt in dem Fall gerne an DocuWare anbinden möchten. Das ist jetzt, ich mache mal ein ganzes Beispiel draus, das ist jetzt meine Buchhaltungssoftware, mein Buchhaltungsprogramm. Über dieses Programm buche ich meine Rechnungen. Und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, wir haben hier zwei Buttons, die sich ein bisschen abheben von der Benutzeroberfläche. Und genau bei diesen zwei Buttons handelt es sich um Smart Connect Buttons. Und das möchte ich jetzt auch ausführen. Sie sehen hier, ich befinde mich gerade bei den unbezahlten Rechnungen und möchte jetzt im nächsten Schritt, ich rufe mal einen Datensatz von der Rechnung auf, diese Rechnung möchte ich jetzt buchen. Aber bevor ich das mache, möchte ich doch nochmal die originale Rechnung mir anschauen, um bestimmte Sachen abzugleichen. Seien es jetzt die Positionen oder die Beträge oder den Gesamtbetrag. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Dazu öffne ich den Datensatz, weil wir hier mit der Benutzeroberfläche arbeiten. Ich gehe zu dem Button und führe das Ganze aus. Wir bekommen hier auch die Mitteilung, es läuft im Hintergrund. Und DocuWare zeigt mir das Dokument an. Das heißt, ich mache jetzt noch einen Zwischenschritt. Es ist hier auch sehr praktisch, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Da haben Sie nämlich dann auf einem Bildschirm DocuWare offen und sehen auch den Viewer und auf der anderen Seite dann, also auf dem zweiten Bildschirm, dann Ihre Fremdanwendung. Da macht es das Arbeiten noch bequemer. Aber im Endeffekt ist es genau das jetzt, was ich Ihnen zeigen wollte. Sie haben den Datensatz in Ihrem Buchhaltungsprogramm und gleichzeitig nebendran noch die Rechnung, die Sie bereits archiviert haben in DocuWare und können jetzt Punkt für Punkt, Schritt für Schritt abgleichen oder die Info suchen, die Sie brauchen.
So, wenn Sie jetzt sagen, ach ja, dieser Button ist ja schön und gut, aber ich arbeite gern mit Tastenkombinationen. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir Ihnen einräumen. Sie können jetzt hier auch über die Tastenkombination arbeiten. Ich habe jetzt hier für diese Suche, für diese Smart Search, habe ich jetzt Steuerung S hinterlegt. Auch hier, Sie sehen, ich drücke jetzt nicht den Knopf, sondern über die Tastatur. Auch so kann ich das Ganze ausführen. Das ist noch so ein i-Tüpfelchen. Wenn Sie da Gefallen dran haben, zeige ich Ihnen gleich, wie man das einstellen kann. So, das war jetzt die Durchführung an sich. Jetzt, ich habe es Ihnen ja versprochen, gehen wir noch ein bisschen in die Konfiguration rein. Dazu bin ich jetzt auf der Benutzeroberfläche in meinem Webclient und gehe über das Dropdown-Menü in die Konfiguration rein. Einen kleinen Moment. Und Sie werden gleich sehen, wieso es eben Sinn macht, das über den Admin zu zeigen. Ich habe hier halt wirklich alle Funktionen zur Verfügung, die ich brauche. Also hier kann ich mich wirklich austoben. Für unsere Zwecke gehe ich jetzt unter Integrationen zu Smart Connect. Dann öffnen sich meine Konfigurationen, die ich angelegt habe. Also Sie sind da natürlich nicht limitiert. Sie können sich da beliebig viele Konfigurationen anlegen, so wie jetzt zum Beispiel ich. Ich habe jetzt gerade 3, die sind jetzt auch aktiv, sehe ich hier hinten. Und auf einen Blick sehe ich dann, okay, wie heißt denn diese Konfiguration? Den Namen habe ich jetzt hier vergeben. Das ist auch das, was wir gerade ausgeführt haben. Buchhaltung Smart Search. Das Ganze können Sie noch beschreiben. Naja, wann macht das Sinn? Das ist so gedacht, oft, oder wir empfehlen auch, dass der Administrator diese Konfiguration anlegt. Und das dann im Nachgang mit Benutzern, mit Mitarbeitern, mit ganzen Abteilungen dann teilt, also die Berechtigung dafür freigibt. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen eine Erklärung, eine Beschreibung mitgibt, damit die Leute wissen, was sie denn mit diesem Knopf überhaupt ausführen. Dann ist auch immer hinterlegt, handelt es sich jetzt um eine Suche, weil wir haben ja gesehen, das ganze Modul Smart Connect gliedert sich einmal in Smart Search. Oder Smart Index. Also hier ist dann immer der Typ hinterlegt, den Sie angelegt haben. Und wir sind immer auf ein Archiv beschränkt. Also wir müssen uns für ein Archiv entscheiden, welches wir für diesen Button eben durchsuchen möchten. Und hier hinten eben zu guter Letzt, ist es jetzt aktiv oder nicht? Wir können das auch spaßeshalber, nehme ich jetzt hier mal den Haken raus und gehe nochmal zurück in die Fremdanwendung und dann sehen wir auch, der Button ist weg. Also so schnell reagiert diese Verbindung zwischen den zwei Programmen. So, und das ist jetzt die erste Ebene. Wenn wir noch mehr ins Detail gehen, klicke ich mal drauf und öffne das Ganze. Und dann sehen wir schon, es ist wirklich überschaubar. Das Ganze kann ich anhand von 3 Tabs, kann ich das konfigurieren. Ich starte immer mit der Quelle. Also ich suche mir die Anwendung raus oder die Benutzeranwendung raus, für die ich diesen Knopf anbringen möchte, auf der ich den Knopf anbringen möchte und erstelle einen Screenshot. Wir können es auch hier nochmal machen. Sie sehen dann, Sie öffnen die Anwendung und es kommt dann, wird gleich blau hinterlegt. Das heißt, es wird schon erkannt, die Quelle wird schon erkannt. Sie müssen dann nur noch den Knopf drücken, also nur noch einen Klick und so übernehmen Sie das Ganze dann in Ihre Konfiguration. Ich mache es jetzt hier nicht. So, das hier jetzt zum Screenshot. Und das ist der erste Schritt. Also wir brauchen eine Quelle. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten mit der Programmoberfläche. Deswegen ist der Schritt Screenshot. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Und da geht es nämlich um das Identifizieren dieser Quelle, dieses Screenshots. Wir können das auch ein bisschen größer machen. Denn wir arbeiten hier mit dem Anwendungstitel des Fensters. Das war jetzt in dem Fall bei mir so, dass es automatisch erkannt wurde. Also es hat ist gleich und den ganzen Titel auch schon automatisch übernommen. Das wäre der eine Weg. Entweder es geht automatisch oder Sie sagen, okay, also Sie haben jetzt einen Titel klar, aber der heißt nicht immer gleich, sondern der enthält nur bestimmte Konstanten oder bestimmte Variablen in diesem ganzen Titel. Dann können wir auch über Operatoren arbeiten, die da heißen, der Titel beginnt mit oder er enthält oder er endet mit. Also es muss nicht ist gleich sein. Also da haben wir noch ein bisschen Flexibilität mit dabei. Da können Sie gerne ausprobieren, wie Sie diesen Titel in die Identifikation mit reinbringen. Wir können hier auch, wenn ich das I noch mal ein bisschen in den Vordergrund bringe, wir können da auch mit Variablen arbeiten
oder beziehungsweise Platzhaltern. Also Sie können das Ganze kombinieren, enthält, und dann geben Sie für einzelne Zeichen das Fragezeichen ein oder wenn Sie mehrere Zeichen haben, die Sie ersetzen möchten, das Sternchen. Also hier haben wir wirklich viele Möglichkeiten, um im zweiten Schritt das ganze Thema Identifizieren erfolgreich zu gestalten. Dann haben wir hier jetzt die Smart Search, deswegen steht jetzt hier auch Suche. Die Suche muss ich jetzt einstellen dazu. Vorher schon angesprochen, wir fokussieren uns immer auf ein Archiv und wählen jetzt, weil wir eben eine Suche im Hintergrund starten wollen, den Suchdialog aus. Das heißt, auch hier wieder die Möglichkeit, je nachdem, welchen Dialog Sie sich da auswählen, je nachdem können Sie auch diese Felder hier befüllen. Und das Ganze läuft dann über Textbausteinchen. Also ich kann auch gerne mal eins anklicken. Dann sehen Sie auch, das ist nämlich mit der Steckdose eingesteckt. Wenn ich das hier jetzt rausnehme, klar, trenne ich gerade mal kurz die Verbindung. Und Sie arbeiten, wie schon gesagt, mit diesen Textfeldern, indem Sie einfach dieses Feld über die Info ziehen, gerne auch ein bisschen länger machen, damit Sie sicherstellen, dass kein Firmennamen abgeschnitten wird. Und dann nehmen Sie die Steckdose und ziehen sie rüber ins Feld. Und auch hier sehen Sie jetzt, es wurde automatisch übernommen. Das heißt, hier wissen Sie, an diesem Zeitpunkt wissen Sie, dass die Texterkennung funktioniert. Dass Smart Connect in dieser Konstellation mit diesem Screenshot, mit dieser Quelle funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, muss man schauen, woran das genau liegt, beziehungsweise wie man das Ganze optimieren kann. Dann haben wir hier noch so Möglichkeiten, wie das Feld kann auch leer sein. Klar, wenn Sie bei der Suche, wenn ich jetzt hier auch mehrere Felder ausgefüllt habe, sage, es muss nicht jedes Feld gefüllt sein, um mir ein Ergebnis zu liefern. Auch das geht. Sie können zum Beispiel beim Dokumententyp auch einen festen Eintrag eingeben, indem Sie sagen, bitte nur beim Dokumententyp alle ausgehenden Rechnungen suchen und so weiter. Und Sie sehen auch, Sie müssen nicht jedes Feld ausfüllen, aber halt die Felder befüllen, damit Sie wissen, okay, die Suche ist erfolgreich beziehungsweise so spezifisch, dass Sie genau das bekommen, was Sie suchen. Und dann haben wir noch so Spielereien, wie Sie können natürlich auch eine gesamte Liste markieren und für den Ablage- oder für den Suchdialog auswählen, da muss natürlich das Feld auch zu der Liste passen. Der Anker ist immer dann praktisch, wenn Sie einen, ich gehe jetzt mal vom Gesamtbetrag der Rechnung aus, der ist zum Beispiel hier, wenn Sie jetzt sagen, okay, der Betrag steht immer hier, aber er rutscht manchmal ein bisschen nach oben oder nach unten, aber er steht immer bei Gesamt, dann wäre das hier jetzt eine Möglichkeit, um den Anker bei Gesamt zu setzen und zu sagen, überall wo Gesamt steht, bitte den Betrag rausnehmen. So haben Sie nochmal eine doppelte Sicherheit, dass die Information richtig gezogen wird. Und zu guter Letzt sind wir dann bei dem hübschen Button selber. Da können Sie nämlich sagen, wo Sie den haben wollen. Kann ich auch immer auf den Stift nochmal gehen und nochmal die Möglichkeiten zeigen. Also Sie haben hier die Wahl zwischen, möchte ich das Ganze als Beschriftung haben, als Symbol. Wenn Sie mehrere Knöpfe haben, ist es natürlich praktisch, die zu differenzieren über das Logo. Da gibt es wirklich schöne Möglichkeiten, sich das so zu personalisieren, wie man das gerne hätte. Und da ist auch rechts dann das Thema Tastaturkürzel. Da habe ich jetzt die Steuerung S für die Smart Search, für die Suche ausgewählt. Und dann haben wir noch im allerletzten Reiter das Thema Berechtigung. Hier haben Sie die Möglichkeit, über Plus und Minus zu arbeiten. Das heißt, Sie konfigurieren das Ganze als Administrator und teilen es dann mit den Leuten, die die Berechtigung haben sollen, die es benutzen sollen. Das kann eben auf Mitarbeiterebene sein oder, wenn Sie Rollen anlegen, ganze Abteilungen. Und dann immer noch das Thema, möchten Sie, dass die Leute das nur verwenden oder sollen es die Leute auch verwalten können? Und mit dem Thema Verwalten da wirklich vorsichtig arbeiten, weil wenn, überlegen Sie, jeder kann sich so einen Knopf setzen, dann ist nicht mehr viel von der Fremdanwendung übrig, glaube ich. So, das war jetzt die Konfiguration hinter dem Smart Connect. Ich habe Ihnen ja in der Theorie auch noch den Smart Index angepriesen, deswegen zeige ich Ihnen auch die Variante oder die Funktion nochmal dazu. Wir haben gesagt, das geht jetzt in die andere Richtung. Also ich befinde mich in DocuWare und möchte hier jetzt ein Dokument ablegen, archivieren. Das importiere ich mir kurz in den Briefkorb.
Auch hier handelt es sich um eine Rechnung. Und wir haben jetzt das Szenario, ich möchte die Rechnung archivieren und sie parallel in meiner Buchhaltungssoftware buchen. Hier wähle ich meinen Ablagedialog aus. Das habe ich mir jetzt hier speziell angelegt. Rechts ist immer die Vorschau, das wissen wir. Und hier ist jetzt links alles leer. Ich könnte jetzt natürlich wie immer bequem mit Intelligent Indexing oder One-Click-Indexing arbeiten, aber ich kann auch den Weg über Smart Index wählen, weil ich weiß ja, das ist jetzt auch die Rechnung von vorher, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, ich habe die Daten ja hier alle schon drin. Wieso sollte ich sie also nochmal eingeben in DocuWare? Deswegen haben wir hier die Möglichkeit, nicht auf Ablegen zu gehen, sondern daneben auf unsere drei Pünktchen und hier unsere Smart Index, unsere smarte Indexierung auszuführen. Löse ich das aus, dann in den Switch, also die Information wird aus der Fremdanwendung gezogen und in DocuWare eingefügt. Fürs Verständnis ist es natürlich wichtig, dass Sie den Datensatz hier öffnen. Also er muss hier offen sein, weil wir eben mit der Benutzeroberfläche arbeiten. Das heißt, die Info wird hier gezogen, aber nur wenn der Datensatz offen ist, können auch die richtigen Informationen übernommen werden. Und dann, alles ist schön befüllt, muss ich nur noch auf Ablegen klicken. Und das passiert jetzt oder das funktioniert von der Konfiguration her sehr, sehr ähnlich wie Smart Search. Aber auch da können wir gerne nochmal reinschauen. Die ist nämlich jetzt hier oben an erster Stelle angelegt. Wenn ich reingehe, auch hier wieder klar, wir haben eine Quelle. Wir haben unseren Screenshot. Im nächsten Schritt heißt jetzt hier, oder der nächste Reiter heißt jetzt hier Smart Index und nicht mehr Smart Search, weil wir eben jetzt indexieren wollen statt suchen. Dazu auch hier, wir müssen dieses Fenster identifizieren. In meinem Fall läuft das jetzt wieder ist gleich, weil der Titel tatsächlich immer gleich bleibt. Und im nächsten Schritt gehe ich auf Indexieren und habe hier wieder meine Textfelder. Und auch hier lege ich wieder das Archiv fest und jetzt habe ich im Unterschied zu Smart Search hier nicht mehr den Suchdialog, den ich mir auswähle, sondern eben den Ablage, den Indexdialog. Und den habe ich mir jetzt hier schön befüllt, auch wieder, indem ich die ganzen Infos in die Felder reinziehe oder die Felder mit den Feldern verbinde. Hier haben wir keinen Button, weil klar, also wir gehen ja in die andere Richtung. Und im letzten Schritt Berechtigung. Auch hier ist es wieder gleich. Also Sie können hier wieder entscheiden, wen wollen Sie mit einbeziehen, wem wollen Sie die Funktion verwalten geben oder wem eben nur verwenden. So, das war's zu der Live-Demo. Ich springe ganz kurz zurück in meine Präsentation und fasse das nochmal in Kürze zusammen. Also Punkt 1, klar, mit einem Klick, gerade bei der Smart Search, haben Sie das Dokument, das Sie brauchen, parat zu einem Vorgang, zu einer Bestellung, zu einer Rechnung und müssen eben nicht zwischen den Programmen mühsam wechseln. Das Thema Smart Indexieren, das wäre dann eben im Bereich Smart Index. Indexieren Sie die Dokumente aus Ihrem Programm, also die Informationen direkt aus Ihrem Programm und Sie legen dann eben fest, welche Indexbegriffe übernommen werden sollen. Aber auch auf diesem Weg sparen Sie sich das doppelte Eingeben der Daten. Und das Schöne mit Smart Connect ist eben, dass es für jede Software möglich ist. Wichtig ist, dass die Information aus der Oberfläche ausgelesen werden kann. Wenn das funktioniert, haben Sie alle Möglichkeiten, alle Varianten können Sie durchgehen, weil Smart Connect eine einfache, direkte, sichere Verbindung zu Ihrem DocuWare-Archiv schafft. Und das Ganze, wir haben es gesehen, diese drei Reiter, die Sie ausfüllen, ist es wirklich überschaubar. Sie brauchen da groß keine Programmierungsvorkenntnisse, sondern Sie können es mit diesen drei Schritten, Quelle identifizieren und Berechtigung, können Sie es einrichten. So, das war es jetzt. Das war mein Monolog. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen was mitgenommen oder ein paar Fragen konnten auch während der Live-Demo geklärt werden. Wenn nicht, freue ich mich jetzt auf interessante Fragen von Ihnen. An der Stelle tue ich mich noch mal kurz dazuschalten. Gerne. Wir haben ja, also erstmal ist anfangs schon ein bisschen die Frage aufgekommen, also heute, das war jetzt nicht das Webinar, zur Integration oder zur nahtlosen Integration mit Dynamics 365.
Das ist beim nächsten Nein. Webinar wird das gemacht. Aber natürlich ist Smart Connect auch eine Möglichkeit. Aber Smart Connect ist natürlich auch jetzt nicht so tief, so eine tiefe Integration wie dann diese nahtlose Integration, wie wir Ihnen beim nächsten Webinar dann zeigen werden. Dann noch die Frage, wird das Video auf YouTube veröffentlicht und falls ja, wann? Das haben wir am Anfang ganz kurz, also es wird immer wieder veröffentlicht, aber Aline, sag du doch kurz noch was dazu. Ja, genau. Also ich brauche immer, beziehungsweise wir brauchen immer eine Weile, bis wir das ganze YouTube-Format dann haben. Aber wenn Sie sich ein paar Tage gedulden, landet es natürlich auf unserem Dokuware Deutschland-Channel und da unter der Playlist Dokuware für Anwender. Da finden Sie alle Webinare, die wir bisher gehalten haben. Aber wenn Sie sich jetzt hier angemeldet haben oder teilgenommen haben, dann bekommen Sie das Ganze eh zugeschickt im Nachgang. Also es landet automatisch nochmal bei Ihnen, bequem in Ihrem Postfach. Also Sie können das Ganze gar nicht verpassen. Genau, also da auch nochmal, weil mir aufgefallen ist, dass viele sich auch anmelden für das Webinarangebot und dann sich aber wieder abmelden. Das ist an sich gar nicht notwendig, weil wenn Sie sich anmelden, also wenn Sie angemeldet bleiben und doch nicht teilnehmen, bekommen Sie eben die Aufzeichnung auch per Mail. Also auch auf dem Weg bequem für Sie. Also brauchen Sie sich theoretisch nicht abmelden, hat keinen, also für mich auch nicht so wichtig. Also das ist komplett Ihnen überlassen natürlich, aber es macht gar nichts, wenn Sie angemeldet bleiben und dann halt doch nicht teilnehmen können. Genau. Dann haben wir noch zwei ähnliche Fragen. Da geht es um die verschiedenen Auflösungen. Also wie arbeiten die Funktionen Smart Index und Smart Search auch mit verschiedenen Auflösungen und Fenstergrößen? Und auch ähnlich dazu, wie reagiert die Smart Search, Smart Index auf verschiedene Fenstermodi und Größe der externen Anwendung? Das weiß ich gerade nicht zu 100%, wie das genau reagiert. Weißt du das, Aline? Ansonsten müssten wir das dann im Nachgang noch mal. Also die Größe. Ja, ich würde die Frage tatsächlich gern mitnehmen, um Ihnen eine ausführliche Antwort geben zu können. Damit Sie da alle Infos haben, komme ich gerne noch mal im Nachgang auf Sie zu. Oder die Leute, die es auch interessiert, gerne noch mal mich anschreiben, dann teile ich das allen mit. Genau, und dann noch eine Frage, wie wird sichergestellt, dass alle Dokumente zu einer Rechnung angezeigt werden? Das ist natürlich sehr wichtig, dass Sie, wenn Sie die Verschlagwortung, ist dann natürlich eines der Hauptthemen. Wir gehen ja bei Smart Connect auf die Verschlagwortung ein. Und wenn Sie die Dokumente auch richtig verschlagwortet haben, dann werden Sie auch wirklich dazu angezeigt. Also von der Vorstellung her ist es wie, als würde die Suche in Dokuware ausführen. Nur, dass Sie eben mit diesem Button machen Sie genau das Gleiche, nur eben im Hintergrund. Klar haben Sie jetzt bei Smart Search die Volltextsuche jetzt nicht, aber alles andere steht Ihnen zur Verfügung. Also alles, was in den Dokuware, wenn Sie direkt im Dokuware wären und da angezeigt wird, wird Ihnen genauso über diese Smart Connect angezeigt. Das heißt, da fängt es natürlich genau. Dann von Beginn an, dass Sie richtig verschlagworten, aber das ist natürlich immer mit das Wichtigste beim Dokuware-Archiv. Damit Sie auch auf die Dokumente dann wieder alle zugreifen können und die Dokumente auch wiederfinden. Die letzte Frage, da müssen wir dann direkt drauf eingehen. Da ist die Frage, wenn die Option Smart Connect in der Konfiguration aufgelistet ist, ist es dann bereits enthalten? Da wird die Frau Störk dann nochmal direkt auf Sie zugehen, weil da müssen wir natürlich genau schauen, was Sie für ein System haben, ob Sie Dokuware Cloud haben oder ob Sie jetzt On-Premise haben. Aber wie gesagt, was ich hier nochmal sagen kann, wenn Sie ein Dokuware Cloud nutzen, dann ist es automatisch dabei. Und bei On-Premise muss eben das Modul Smart Connect hinzugekauft werden. Aber da setzt sich dann die Frau Störk nochmal mit Ihnen in Verbindung und schaut dann genauer an, was Sie für ein System haben. Okay, das war es von meiner Seite aus und von den Fragen. Wie gesagt, die jetzt hier noch nicht direkt eine Antwort bekommen haben, die haben wir aber gerade zumindest angesprochen. Da wird die Antwort noch nachgeliefert. Und Aline, ich übergebe dir wieder. Danke, Markus. Und danke für die Fragen. Also ich finde es immer hilfreich, dann am Schluss auch nochmal alle Fragen aufzugreifen. Leider konnte ich jetzt oder konnten wir nicht alle klären, aber das holen wir natürlich nach.
Bei Fragen oder Anregungen im Nachgang können Sie auch gerne auf mich zukommen. Hier nochmal meine Mail. Und an der Stelle sage ich dann noch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren und einen schönen Restarbeitstag. Auf Wiedersehen. Ciao.